Ja, Frage an Klaus von Donani. Was ging in diesen Nächten schief hier in Hamburg? Ich glaube, er meinte, das Problem ist, dass diese Leute, die da demonstrieren, angeblich und dann auch wirklich Straftaten begehen, dass die heute in der Lage sind, wie in dem Militär, einen ganz flexiblen Krieg zu führen. Die Handys sind sozusagen ihre Hauptwaffe. Was hätte man tun können? Was hätte man anders machen können? Ich weiß es nicht. Ich habe ja manchmal in der Nähe auch von Leuten gestanden, die also Einsatzprobleme hatten. Und ich bin wirklich der Meinung, die haben alles getan, was sie tun konnten. Es war eben eine sehr schwierige Lage. Die Leute waren aggressiv und man konnte sie ja nicht einfach weitergehen lassen. Die Ausgangslage war ja, da waren auf der einen Seite friedliche Demonstranten, dann mischten sich Gewaltbereite darunter und zusätzlich gab es unheimlich viele Schaulustige, übrigens auch wieder mit den Handys, die einfach kurze Filmchen drehen wollten. Was muss die Polizei ändern an ihrer Taktik? Was muss die Polizei tun, um sich auf diese neuen Situationen einzustellen? Schwer zu sagen. Ich glaube, in erster Linie muss man natürlich dafür sorgen, dass man den Leuten, wenn man sie denn festnimmt, ihre Waffe wegnimmt. Und die Waffe ist das Smartphone. Und da muss man mal feststellen, wie über das Smartphone die ganze Sache organisiert worden ist. Und dann muss man den Sachen nachgehen. Und wenn man dann jemanden findet, der sogar aus den Niederlanden kommt, sage ich mal, oder aus Österreich oder aus der Schweiz, dann muss man dort die Strafverfolgung einleiten. Also man muss wirklich die Leute beim Kantak nehmen. Wenn wir ganz kurz in die Vergangenheit schweifen, Sie haben als erster Bürgermeister mit der Hafenstraße, ja, Frieden geschlossen. Wie haben Sie das damals geschafft? Es war eine völlig andere Situation. Die Leute waren an einer Stelle. Ich hatte das Gefühl, wenn wir da jetzt die Leute sozusagen mit Gewalt räumen, dann gibt es möglicherweise Tote dabei. Und dann habe ich versucht, mit der ganzen Stadt, und die ganze Stadt hat ja nachher mitgemacht, erstmal die Barrikaden zu beseitigen und dann die Hafenstraße zu öffnen für die Polizei. Das war die Lösung. Und ich habe damals meinen Job zur Verfügung gestellt, wenn es nicht klappt. Und es hat geklappt. Aber mit einem Unterschied, es gab damals keine Smartphones, war die Situation ja in diesen Nächten schon ähnlich. Die Polizei musste ja damit rechnen, bei dem massiven Einsatz, den sie ausgeübt hat, dass es auch eben, ja, Verletzte gab es, aber möglicherweise Tote gibt. Ja, aber da waren natürlich diejenigen, die da angegriffen haben, in erster Linie schuld. Und bei denen muss man ansetzen. Deswegen bin ich auch der Meinung, man muss feststellen, wie haben die sich organisiert, was machen die, was haben sie vorgehabt. Das waren ja Straftaten, die sie vorgehabt haben. Und dem muss man nachgehen. Und zwar rigoros, richtig mit dem Strafrecht. Sie haben gerade eben gesagt, Sie hätten durchaus Ihr Amt zur Verfügung gestellt damals in der Situation. Das haben Sie getan. Welche politischen Konsequenzen müsste man denn heute ziehen? Sehen Sie heute auch politische Verantwortung, zum Beispiel bei Ihrem Amtsnachfolger? Nein, das sehe ich nicht. Ich glaube, er hat das so gut gemacht, wie man das unter den heutigen Bedingungen machen kann. Und man muss natürlich sehen, dass solche Veranstaltungen auch in Deutschland, auch in Europa stattfinden müssen. Der Weg nach New York, alles nach Amerika zu verlegen und dann nachher von dort die Medien zu bekommen, die Finanzen zu bekommen und am Ende auch die ganze Politik, das geht nicht. Also wir müssen in Europa in der Lage sein, solche Dinge zu veranstalten. Sie haben gesagt, auch in Europa, auch in Deutschland. Sie haben nicht gesagt, auch in Hamburg. Musste es auch in Hamburg sein? Aber natürlich, Sie müssen in der Großstadt dann sein. Sie können sich natürlich nicht aufs flache Feld zurückziehen und dann sich sozusagen da nochmal vereinsamen. Das war auch, finde ich, beim letzten Mal nicht so gut. Und ich finde das schon richtig, dass man das versucht, in einer Stadt zu machen. Aber man muss sich vielleicht besser vorbereiten nach den heutigen Erfahrungen. Nun wurde im Vorfeld ja auch viel darüber diskutiert, ob die Messehallen in nächster Nähe zum Karolinen- und zum Schanzenviertel wirklich so der geeignete Ort waren. Was haben Sie da gedacht, als Sie das gehört haben? Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe gedacht, die Stadt ist gut organisiert, der Bürgermeister versteht sein Handwerk, die Polizei auch. Und wenn man das sieht, dann wird die Sache schon dort richtig angesetzt sein. Also ich vertraue da auf die Fachleute, die ich kenne und die alle nach meiner Meinung eben auch ihrem Job durchaus gewachsen sind. Nun hat die Bundeskanzlerin ja versucht, ein abwechslungsreiches Programm zu gestalten. Also nicht nur Arbeitssitzungen, nicht nur Arbeitsessen, sondern an einem Abend eben auch ein Konzert in der Elbphilharmonie, Beethovens 9. Sie waren dabei. Wie haben Sie diesen Abend erlebt? Ich war wie die Leute auch sehr ergriffen. Weil wenn man da wusste, wer da alles oben auf der Empore bei den Staatsoberhäuptern und so weiter saß. Und dann wurde seit umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Welt gesungen, dann wusste man, worum es ging. Vorher mussten Sie aber auch einen kleinen Sicherheitslauf durchmachen, denn wenn ein amerikanischer Präsident irgendwo ist, dann kann man ja nicht mal eben so ein paar Minuten vorher kommen. Richtig, richtig. Wir haben da lange gesessen, zum Teil auch was zu essen bekommen und haben uns aber auch gut unterhalten mit vielen Leuten, die wir kannten. Also es war an sich ein wunderschöner Abend, ein wunderschönes Konzert. Und die Bundeskanzlerin hat ja das Ganze fabelhaft organisiert. Wenn man jetzt nach vorne blickt und sieht, wie vermutlich die Abschlusserklärung aussehen wird, dann kann man ja nur sagen, es hat einen Schritt nach vorne gegeben. So, davon gehe ich jetzt mal aus. Aber dann ziehen Sie doch ruhig noch eine etwas detailliertere politische Bilanz des Gipfels.
Ja, die politische Bilanz ist, die Bundeskanzlerin, Deutschland hat das gut gemacht. Hamburg war schwierig, auch für die Gäste schwierig wahrscheinlich. Und man muss vielleicht daraus Erfahrungen sammeln, wie man das beim nächsten Mal besser machen kann. Wenn die Leute hier zu Massen anreisen, mit dem Handy verabredet und dann sich auch für die Gewalt verabreden, dann muss man eben rechtzeitig dafür sorgen, dass das nicht möglich ist. Aber das wird schwierig. Das Handy ist ein modernes Instrument der Kriegsführung. Noch einmal zur politischen Ebene, aber insgesamt sagt also der frühere SPD-erste Bürgermeister der Hansestadt Hamburg, dass die CDU-Politikerin Kanzlerin Merkel diesen Job gut gemacht hat und das G20 sinnvoll war. Ich bin ein Bewunderer von Frau Merkel, wie man weiß. Und ich glaube, dass sie eine exzellente Politik macht und dass es sehr schwer sein wird, sie sozusagen von ihrem Job zu entfernen, weil die Leute das auch verstanden haben. Wenn sie gestern in der Elbphilharmonie gewesen wären, da kamen alle möglichen, Herr Trump kam und Macron kam und so weiter, der französische Präsident. Als dann die Kanzlerin kam, da brauste ein solcher Beifall auf im ganzen Haus. Habe ich noch nie so gehört. Ein so tiefer Beifall. Und das galt der Kanzlerin. Und die Leute haben verstanden, was sie für Deutschland tut. Klaus von Donani, vielen Dank für dieses Gespräch.